Ihr Lieben, die Susanne Lohrer ist wieder da. Ich begrüße euch zu amtlicher Stunde jetzt wieder, ja, wie ihr es kennt. Heute das Thema narzisstische Krise, der Bauplan des Bösen. Ja, warum habe ich dieses Thema gewählt? Weil doch momentan wieder sehr, sehr viele Leute kommen und sagen, oh, man müsste doch eigentlich die Menschen lieben und jeder hat doch den liebenden Kern in sich und das müsste doch eigentlich machbar sein, dass wir alle hier in Friede, Harmonie und Eierkuchen leben. Und da muss ich wirklich euch sagen, Leute, es gibt die Polarität. Ich kann's nur betonen, das wäre doch genauso, wie wenn du negierst, dass es zum Tag die Nacht gibt, ja? Oder zur Ebbe die Flut gibt, ja? Und ich bin sicherlich kein Schwarz-Weiß-Maler, ja? Aber auch wenn es Zwischentöne gibt, es gibt zum Guten, zur Bewusstheit, zur Liebe, zum Frieden immer auch das Destruktive, das Zerstörerische, dieses Böse auch, ja? Und deswegen möchte ich mit euch einen ganz kleinen Ausflug machen, dass ihr einen Bauplan kriegt, dass ihr zumindest grob wisst, was sind die Gesetze des Bösen, wie funktioniert das Böse und wie kann ich mich vielleicht von dem Ganzen auch distanzieren oder das präventiv vorher schon abhalten von mir. Gut, schauen wir aber mal in das Thema rein. Ich meine, es ist nicht einfach, sich an das Thema anzunähern, weil die Definition des Bösen, da geht es ja schon los, ist ja schon relativ schwierig. Wenn du heute die Klappe aufmachst, gehst googeln und gibst das Böse ein, dann wirst du tausende Auslegungen finden, religiös, Psychopath, also aus psychiatrischer Sicht, aus philosophischer, aus historischer Sicht, ja. Also wo machen wir es denn fest? Wo beginnt das Böse? Und ich halte es da mit dem Psychiater Reinhard Haller, der da sagt, es beginnt da, wo die Empathie fehlt. Das Böse beginnt da, wo die Empathie, das Mitgefühl, das Schmerzgefühl für andere fehlt und dadurch destruktive, schädigende Verhaltensweisen quasi eintreten. Also schädigen bis hin, ja, auch Lust empfinden aus dem, was ich zerstörerisch da tue. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was erschwert das Ganze. Es gibt viele Erschwernisse, weil man muss ganz klar sagen, die Forschung dennoch relativ jung ist, weil durch dieses MRT, diese bildgebende Technik, erst seit verhältnismäßig überschaubaren Jahren überhaupt Einblick ins Gehirn des Psychopathen oder Hochnarzissten oder des Soziopathen gewährleistet ist. Ja? Also wir haben eine relativ junge Forschung dieser gehirnphysiologischen Vorgänge. Ja? Und zweite Sache ist ja auch die, du kommst an die Leute überhaupt nicht richtig ran. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass erfolgreiche Psychopathen zum Beispiel, die du überall in Wirtschaft, in Führungspositionen findest, in der Politik, überall findest du die, dass da einer von denen den Hintern wirklich zum Psychiater schiebt und sagt, oh, gucken Sie mich jetzt mal an, ich habe da meine Bedenken, dass ich hochnarzisstische Züge habe. Ja, die kommen dann, wenn sie vielleicht Depri haben oder Burnout-Symptome, dann vielleicht im Ausnahmefall. Also das heißt, du hast hier wenig Studienobjekte, ja. Wenn überhaupt, also die meisten Forschungen finden im Strafvollzug statt, also wo man diesen Einsesslingen oder wie man die nennt, ja, auch oft Belohnungen bieten muss, dass sie sich überhaupt zur Verfügung stellen für solche Forschungen, ja. Dann ist auch wichtig zu wissen, ich meine, das sind die besten Performer, die man sich vorstellen kann. Also ich traue mir nicht zu, wenn ich jetzt einen Psychopathen hier in der Praxis sitzen hätte oder einen Hochnarzissten, dass ich sofort das Spiel durchschaue. Ich glaube, dass viele Psychiater denen auch auf den Leim gehen, weil die unglaublich tolle Wickeltechniken beherrschen und sich darstellen, also dass du wirklich sagst, oh, was für eine charmante, wunderbare Persönlichkeit. Also auch da ist es oft schwer. Ja, und über die Opfer kannst du auch schwierig kommen. Oft viele haben posttraumatische Belastungsstörungen, haben Abspaltungen, Amnesien, sind von Scham besetzt. Also da ist es auch wieder schwierig, ein objektives Bild über das Böse zu kriegen. Ja? Aber was ich mit euch jetzt ein bisschen machen will, ich werde jetzt versuchen, ihr kennt mich ja, in ein Bild zu gehen. Ich bin ja ich liebe Metaphern, ich liebe Bilder, weil ich immer sage, wenn ich ein Bild habe, begreife ich es erstens besser, zweitens kann ich es in den Alltag rüber koppeln. Ich habe ein einfaches Konstrukt, wo ich dann ja so ein bisschen abmessen kann, aha, trifft was zu, trifft was nicht zu. Also es ist ein brauchbares Werkzeug, um im Alltag dann mit diesen Informationen was anzufangen. Gut, und deswegen entführe ich euch wieder in mein Königreich. Diesmal haben wir allerdings eine sehr böse König oder einen bösen König, der steht jetzt für dieses psychopathisch-hochnarzisstische, soziopathische.
Und man muss dazu wissen, ich habe deswegen das Königreich gewählt, weil das Böse immer ein System sucht. Was hat ein Psychopath davon, wenn er daheim auf dem Klo sitzt, ja, und seine Bösartigkeit in seinen Kacheln ausleben will? Da hat er gar nichts von. Das Böse braucht immer eine Projektionsfläche, immer einen Spiegel, immer eine Bühne, auf dem es agieren kann und sich abreagieren kann. Und das können Minisysteme sein. Ja? Das kann bei dir sein, dass du mit einem Partner zu tun hast, der hochtoxisch ist. Es kann eine hochtoxische oder dysfunktionale Familie sein. Es kann dein System in deinem Betrieb, in deiner Firma sein. Und das kannst du dir ja wieder an fünf Fingern abzählen, auch im Gesellschaftlichen. Auch was Staaten, Länder, ganze Systeme angeht da draußen. Ja? Also merken wir uns schon mal, das Böse braucht eine Fläche, braucht ein System. Gut, ich habe es jetzt mal in 6 Punkte für euch aufgeteilt, dass ihr so einen kleinen Überblick habt. Ja? Das Erste, was wir uns vorstellen, in diesem Königreich, der König ist abgrundtief böse, teils grausam, sehr herzlos. Er hat keinerlei Empathie, er hat keinerlei Wahrnehmung für den Schmerz des anderen, es ist ihm auch schlichtweg egal. Und sein Gesetz ist die Destruktion, es ist ein dunkles Reich, wo Schmerz, Elend und teilweise auch große Angst herrscht. Also das merken wir uns schon mal als ersten Punkt. Hast du ja auch in vielen Märchen, ja? Wenn du da wieder mal guckst, dem Schneewittchen, diese böse Königin, die das Schneewittchen umbringen und sogar ausweiden lassen will. Also ich weiß nicht, ob er den Originaltext kennt vom Schneewittchen, da soll ja die Leber und die Innereien und das Herz rausgeschnitten werden. Also ganz gruselig. Also es sind grausame Könige und Königinnen. Auch bei der Eiskönigin hast du es, die da in ihrem Eisschloss wohnt. Du hast bei Alice im Wunderland, auch bei diesen Geschichten, da geht die ja in dieses Reich der bösen Herzkönigin, die da immer rumplatt, Kopf ab und will die Leute alle reihenweise hinrichten. Ja? Also diese Diktatorin oder dieser Diktator, der den Schmerz oder das Leid verbreitet. Zweiter Eckpfeiler des Bösen ist, dass diese Herrscher oder diese Aggressoren immer eine überhöhte oder übersteigerte Eigenerhöhung haben, also in der Egozentrik sind, sich zelebrieren, ja, und dass zwei Komponenten eine große Rolle spielen in dem System, nämlich Macht, ich muss Macht ausüben, ja, ich will eine Erhöhung, den anderen klein machen, unterdrücken. Und ich brauche Extremskontrolle, weil mir ja mein System sonst durch die Finger flutscht. Ja? Also Macht und sehr starke Kontrolle. Dritter Pfeiler des Bösen. Du hast hier immer eine dominante Figur, die andere quasi instrumentalisiert und unterwirft. Das heißt, es entsteht ein Gefälle, da ist jemand oben und die anderen werden unterdrückt, klein gemacht, geschwächt und zwar so lange, bis sie als Ressource angezapft werden können. Ressource also im Sinn von, sie stehen dann zu Diensten, sie sind nutzbar, ja? Dass sie zum Beispiel dann agieren als, was weiß ich, Bedienstete, Sklaven, Soldaten, Schuhputzer, Stallknecht, ja, also eine Funktion erfüllen, die dieser dominanten Person dienlich sind. So, nächster Punkt. Sehr auffällig ist, dass, ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass in diesem Reich sehr viel Bedrohung und Angst herrscht. Also dieser König oder diese Königin wird immer durch Ängste, durch Bedrohung, durch Inszenarien der Gewalt, der Schädigung, des Schmerzes, ja, und des Leids agieren. Ja? Also das sind so Drohbilder am Horizont und wehe dem, einer hält sich nicht an diese Regeln, dann erfolgt Strafe. Also immer diese strafenden Momente, das hast du oft auch in sehr starken, fast sadistischen Konstellationen oder auch Partnerschaften, dass immer auch, wenn der andere nicht artig ist, dann wird er bestraft. Und je psychopathischer solche Konstellationen sind, eben desto mehr hat es mit Folter, mit Demütigung, mit Quälen zu tun. Ja? Weil psychopathische Konstellationen immer darauf aufbauen,
aufbauen, dass ich mich am Leid des anderen ergötze, am Leid, am Quälen des anderen. Und fragt nicht, was die Leute an Grausamkeiten aufbieten können. Also ich habe jetzt auch hier jetzt in den letzten 2, 3 Wochen Fälle, also wo ich auch mit Satanismus jetzt sogar zu tun hatte, also mit rituellem Missbrauch, auch im Baby, im Kinderalter. Also könnt ihr euch nicht vorstellen, zu was ein kranker, böser Kopf imstande ist zu tun. Also das ist unermesslich. Da muss ich manchmal abends immer echt eine Stunde spazieren gehen, dass ich den ganzen Müll verdauen kann. Ja? So, dann letzter Punkt. Wir haben um dieses Reich immer eine Abgrenzung. Also diese Menschen in diesem Reich werden immer isoliert. Sei es durch die, wie war das da, diese Eismauer bei der Schneekönigin, ja. Du hast immer Eingrenzungen, du hast oft auch Einkesselungen oder unterirdische Konstrukte, also so wie bei der Alice im Wunderland, die sitzt ja dann, die geht ja, glaube ich, in irgendeinen Kaninchenbau und dann fällt sie runter in das Reich der bösen Herzkönigin. Du hast hier die Hölle, den Hades, es ist alles diese Kesseltechnik, irgendwo oft auch unterirdisch, wo das Böse wohnt. Also hier ist die Isolation, die Abriegelung, damit die Opfer nicht die Möglichkeit haben, diesem System jemals noch zu entrinnen. Also das sind so die 6 Punkte. Wenn man die so ein bisschen im Kopf hat, trifft das in einem System zu, in einer Konstellation, dann müssen bei dir wirklich, ich kann nur darauf insistieren, müssen die Warnlampen angehen, weil das Systeme sind, die wachsen, die zunehmen, also die hochdestruktiv letztlich dann auch sind. Ja? So, vielleicht für dich jetzt noch ein paar ganz kurze kleine Daten und Fakten, über die ich gestolpert bin. Ich habe da ein bisschen gewühlt. Ich habe bei Raphael Bonelli, den ich sehr schätze, gewühlt. Ich habe bei Reinhard Haller, der ist ja dieser Gerichtsgutachter und Psychiater, habe ich vieles gefunden. Oder auch bei diesem Nils Birnbaum, oder Birnbaumer heißt er, glaube ich. Der hat da tolle Vorträge gemacht, ja. Und die sich sehr stark mit Gewalt, mit Psychopathie auch auseinandersetzen. Und es, was halt immer, oder ähnliche Nenner sind, ist immer, dass dieses Böse angelegt ist, oft schon im Kindesalter. Also du kannst bei 3-Jährigen schon Verhaltensstörungen erkennen, wobei natürlich soziopathische Geschichten oft auch genetische Grundstrukturen haben. Also man geht da von 50% aus und vieles dann aber Einflüsse sind durch die Erziehung, durch die Prägephase. Also wenn da Missbrauch stattfindet, Kontakt mit brutaler Gewalt oder wie ich es euch gerade erzählt habe, mit sadistischen Umgebungen, ja, aber auch mit Vernachlässigung, dann muss man damit rechnen, dass hier wirklich im Gehirnareal, das nennt man den präfrontalen Kortex, das ist vorne, also hinter deiner Stirn, ist dieses Empathiezentrum, und dass es hier wirklich zu Veränderungen im Gehirn gibt und dieses Empathiezentrum überhaupt nicht ausgebaut zum Teil wird. Erstaunlich ist, da bin ich drüber gestolpert und fand es auch spannend, du kannst bis, glaube ich, 3, 4 Jahre war das, kannst du das noch beeinflussen. Also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast ein hochtraumatisiertes Kind, ja, kannst du durch Liebe, durch Vertrauen in diesem Zeitfenster bis 3, 4, glaube bis 5 Jahren, 5 Jahre ist fast noch ein bisschen spät, kannst du noch was verändern. Also du kannst Liebe und Geborgenheit noch nachentwickeln lassen, ja. Und was super spannend für mich war, sogar durch Ernährung. Also man hat da Versuche gemacht, dass man die Kinder, die teilweise auch missernährt waren, gesundes Essen gab, primär Omega-3. Das ist das Zeug, was du im Öl findest oder auch wenn man Fisch isst. Ja? Und da hat man gesehen, dass das Hirn sich dadurch wieder entwickelt, beziehungsweise dass dieses Empathiezentrum sich ausbaut. Also war für mich erstaunlich, habe ich vorher auch noch nicht gewusst. Was vielleicht für euch noch wichtig ist, vielleicht für euch Männer ein bisschen ungemütlich, also Reinhard Haller geht von dem Prozentsatz 80-20% aus. Das heißt, wir finden durch männliche Hormone, Testosteron, Androstenon, sehr starke Ausprägungen des Bösen, der Psychopathie, der Aggression auf männlicher Seite, also Verhältnis 8
zu 2. Wobei hier auch interessant ist, dass es primär eine nachpubertäre Jugend, also junge Männer sind, also zwischen 18 und 30, die hohe, hohe Aggressionspotenziale haben. Ja, also das scheint so zu sein, dass hier wirklich diese männlichen Hormone sehr, sehr stark einwirken. Gut, was ist noch zu wissen? Die Impulskontrolle ist hier massiv gestört bei diesen Menschen, ja, diese Aggressionskontrolle. Wir haben extrem hohe Kränkbarkeit, es ist ja dieses Gefährliche, du machst irgendwas und dann rastet der andere aus und du weißt nicht warum. Also die haben eine hohe Kränkbarkeit, fühlen sich sehr schnell bedroht oder ihre Grenzen überschritten und rasten dann komplett aus, ja, wobei sie keine Angst haben. Also das wird oft manchmal ein bisschen missverstanden. Ein Psychopath oder Hochnarzisst hat so gut wie keine Angst, ja. Also das heißt, bedrohliche Szenarien, wo jedem von uns der Bobbes auf Grundeis gehen würde, macht denen nicht viel aus. Sie sind ganz, will ich sagen, kaltblütig, aber ja, sie sind in ihrer Ruhe, in ihrer Mitte und können da auch sehr, sehr böse und strategisch überlegen. Ja? Und was mir auch zu denken gegeben hat, ist, dass man leider diese Leute durch Strafe nicht erreicht. Ja? Also wenn du jetzt so ein Psychopathen oder Hochkriminellen irgendwo einknastest, sagen wir mal, der sitzt da 10 Jahre, ist nicht zu erwarten, dass sich da was bessert. Also die haben ja weder Einsicht noch, dass Strafe hier etwas danach verbessert. Ja? Also das so ein bisschen als paar Infos. Ich bin auch wieder auf dieses Milgram-Experiment gestoßen, habe ich ja, glaube ich, in irgendeinem Video habe ich euch schon mal darüber berichtet. Das war ja damals, ich glaube 1961, da hat man ja rausgekriegt, dass wirklich, wenn eine Autorität dahinter steht, also die einfach Anweisungen gibt, dass Menschen tatsächlich imstande sind, andere umzubringen. Also man könnt ja mal nachgoogeln, also da mussten die Versuchspersonen Stromstöße geben für eine Person, die in einem anderen Raum war, die dann irgendwie Matheaufgaben lösen musste und immer, wenn die dann einen Fehler gemacht hat, dann haben sie die Stromstöße erhöhen müssen und man wollte eben testen, inwieweit sind Menschen fähig, auch wenn sie mit dem Gewissen dann in Konflikt stehen, wie weit sind sie möglich also umzubringen. Und diese Stromstöße wurden tatsächlich erhöht bis hin in den tödlichen Bereich und ich glaube 60-70% dieser ganzen Probanden haben diese tödlichen Stöße verabreicht. Also nur weil eine Autorität gesagt hat, machen Sie weiter. Also sie haben nicht den Auftrag gekriegt, bringen Sie den um. Nee, machen Sie weiter. Also ganz leichter Anstoß, den anderen dazu zu bringen, ja, hier tödliche Dosen zu verteilen. Und das hat man dann mehrfach, also dieser Bierbaumer hat, glaube ich, hat diese Versuche nochmal nachgestellt. Auch in den USA wurden diese Versuche nachgestellt mit genau den gleichen Ergebnissen. Also man hat dann auch bildverfahrende Maßnahmen dazu getätigt, also MRT-Verfolgungen gemacht. Und diese Fähigkeit, andere umzubringen, ja, wenn ich den Auftrag, den Befehl kriege, ja, ist unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Rasse, weil damals dieses Milgram-Experiment hat man ja gemacht, um nachzuweisen, dass die Deutschen eventuell höhere Mordlust haben. Ja? Also es ist unabhängig von Rasse, Geschlecht, von Alter und auch Bildungsstand. Also das heißt, du kannst im Grunde genommen jeden dazu bringen, einen anderen umzubringen oder fast jeden dazu bringen, ist natürlich aktuell auch in der politischen Lage, wo wir uns befinden, natürlich eine Sache, die gibt zu bedenken. Und was natürlich auch erschreckend ist, dass vielleicht zuletzt, man kann, wenn man das Empathiezentrum eines Menschen runterdimmt, durch Traumatisierung,
traumatische Erfahrungen, also dass man das quasi betäubt, kann man Menschen dazu bringen oder darauf trainieren, dass sie Spaß, dass sie Lust haben am Morden, ja, dass ein Todesrausch, ein Tötungsjagdfieber ausbricht und du eigentlich Menschen darauf trainieren kannst, Tötungsmaschinen zu werden. Also das fand ich sehr, sehr erschreckend. Ich habe da mehrere Geschichten eben gelesen über Nahen Osten, die Militärausbildungen dort oder auch in Afrika, wie diese Kindsoldaten ausgebildet werden und dann praktisch keine menschliche Emotion mehr spüren und einfach nur noch gedrillt werden aufs Umbringen und Vernichten von Leben. Gut, das war jetzt eine ziemlich düstere Angelegenheit heute, aber wie gesagt, ich bin da unumstößlich der Meinung, wir müssen die Augen aufmachen, wir müssen Augen aufmachen, zu was Menschen fähig sind, ob ohne oder mit Manipulation, ja, weil es wichtig ist, dich zu schützen. Und wenn du hier ungeschützt, ja, einfach aufs Feld läufst und meinst, keiner schießt und keiner macht was und keiner tut dir was zuleide, dann bist du auf einem Dampfer, der sehr, sehr schnell auch absaufen kann. Ja? Also in dem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was lernen, was geben durfte an Informationen, die ihr brauchen könnt. Ja, und halte die Ohren wieder steif. Ja? Schau, dass er gut durchkommt durch die nächsten Wochen und Monate, auch in der Krise jetzt hier. Bin nächsten Sonntag wieder da. Wer mich braucht, ihr wisst, antelefonieren. Ich kann nur noch bedingt Termine ausmachen für psychologische Beratung. Aber bitte keine Briefe schreiben, weil ich sie nicht mehr beantworten kann. Es ist eine Flut, die ist einfach unvorstellbar. Ja, auch natürlich viel liebe Briefe, aber ich kann sie nicht mehr beantworten. Ich freue mich übers Teilen, ich freue mich übers Weiterschicken der Videos, über Daumen, wisst ihr ja auch, muss ich euch nicht sagen. Und so wünsche ich euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Sonntag. Eure Susanne Lorei.